Wir fangen heute mit einem kleinen Stau an und das Video ist wieder aus der Rubrik Wir nehmen etwas aus Timocom. Jetzt müssen wir müssen jetzt hier rechts. Und dann machen wir jetzt gleich, Scheibe beschlägt, machen wir jetzt gleich hier die Paniklampe an und Warnblinker und dann fahren wir hier rückwärts rein. Das ist doch toll. Das sieht doch ganz toll aus. Ja, kannst du gucken, ich muss hier rein, Bruder. Machen wir das direkt rückwärts. Ach, das ist toll. Mein lieber Mann, ist das immer eine Aktion, ey. Ich habe schon 10-mal gesagt, ich kann keine Container fahren. Ich meine, kann ich schon, aber ich habe das Equipment nicht dafür, ne? Ich mache mir meine Haken am Arsch, da muss ich mit dem Hammer dran, weil meine Haken sind einfach zu klein. Ich brauche größere Haken. Ups. So, jetzt fahren wir. Können wir da links? Das sieht doch gut aus. Wollte ich jetzt gerade Rastuf-Siegburg rausfahren. Ich wollte mir einen Kaffee holen, aber der ist abgesperrt. Da sind wohl gerade Bauarbeiten im Gange. Wo kommt der denn her? Wo landen wir denn jetzt schon wieder hier? Das heißt, ich muss hier rechts. Er hat gesagt, ich bin vorbeigefahren. Also er ist noch nicht da. Autowerkstatt. Ja. So, ich habe jetzt gerade mal hier den Hänger abgemacht, weil das Gelände ist ein bisschen klein da. Der eine, den haben wir jetzt hier vorne direkt am Tor hingestellt und der andere, der kommt ein bisschen weiter rechts. Und da hat der Kran dann einfach nicht gereicht, weißt du? Fahren wir jetzt mal so rein. Ja, ich weiß, ich hatte keinen Helm an. Alter, das ist so am Sicken. Ich bin froh, wenn ich eine kuschelige, warme Kapuze hier habe, ey. Was mich auch nervt, ist die scheiß Fernbedienung. Oh, Alter, ey. Die geht mir auf den Sack, wenn die hinten am Rücken immer und oh. Früher habe ich ja auf dem Ding Druck gesetzt, weißt du? Hat jeder aber höchstwahrscheinlich nämlich. Weil ich glaube, die Chefs finden das cooler mit Fernbedienung. Ist das scheißegal, was du denkst. So, jetzt habe ich da unten am Kreisverkehr eine richtig geile Imbissbude entdeckt. Da ist auch ein riesengroßer Parkplatz. Da steht für LKW eine Stunde frei. Das reicht für mich. Das ist doch mal ein ordentlicher Parkplatz hier, oder? Ist das geil. Jetzt gerade habe ich mich voll erschrocken, hat jemand hier vor meinem Auto angehalten. Und da habe ich echt gedacht, ich hätte irgendwie einen Fehler gemacht, was verloren oder keine Ahnung. Und dann kam er zu mir in die Tür, war der Hermann, der hat gesagt, der guckt meine Videos. Und wollte einfach nur mal Hallo sagen. Das ist total geil. Da kannst du mal sehen, wer alles die Videos guckt. Unfassbar. Der hat die Tage gesehen, wie ich die Container gefahren habe. Aber das habe ich ja nicht großartig gefilmt, weil da waren so viele Leute bei. Aber heute habe ich ein bisschen was gefilmt. Ich hatte keinen Helm an. Da werdet ihr mir bestimmt schöne Kommentare zusenden. Hermann, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Viele Grüße nochmal an dich und eine schöne Mittagspause. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben Donnerstag. Ja. Und wir fahren nach Essen. Guck dir das mal an. Ist das nicht schön? Am Sonntag haben wir schon 17 Grad. Am Dienstag sollen wir 20 Grad bekommen.
Wir fahren nach Essen und gehen holen den Hänger, der hier zugehört. Zum Motorwagen, verstehst du das? Und da freue ich mich so sehr drauf. Ach, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und jetzt in ein paar Sekunden sind wir im Paradies. Ich hoffe, du verstehst das. Guck mal da. Ich werde bekloppt. Danke. Der Hammer. Der Hammer, Junge. So, wie das aussieht, kriegen wir eine Wiese. Einen weißen. Da habe ich wieder ganz andere Informationen. Naja, komm, ist scheißegal. Rot-Wies. Rot-Wies! Ich habe gerade schnell einen Stapler aufgeladen hier in Essen, um der Ecke von SG. Die sind mit dem Hänger eh noch dran. Anti-Rutschmatten, ja. La 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 la. Problem mit diesem Fahrzeug, Junge. Ey, die Temperatur ist heute schon so drastisch angestiegen. Das freut mich sehr. Die ganzen Wolken sind verschwunden. Blauer Himmel. Wahnsinn. So, 11.27 Uhr. Jetzt holen wir uns den Hänger. Und dann fahren wir zurück. Vielleicht kriegen wir noch was zu futtern. Im Holzmichel, schauen wir gleich mal. Die haben wir vor kurzem die zwei Maschinen geladen, ne? Wo ich noch auf dem Actros, auf dem Hängerzug war. Daniel! Das ist auch wieder so eine super geile Sache. Geplant war eigentlich, dass hier zu diesem Fahrzeug ein neuer roter Tandemhänger kommt. Jetzt kriege ich einen weißen gebraucht. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. Mit dem kann man mit Sicherheit wunderbar arbeiten. Aber schon wieder dieses Geplante, weißt du? Geplant ist. Du kannst dich auf nichts mehr verlassen heutzutage, ohne Scheiß. Aber egal, wir gucken jetzt mal, der hatte noch SP bekommen heute, wir gucken jetzt mal, ob er fertig ist. Wir gucken mal, ob er draußen steht. Guck mal hier, die gelbe Zugmaschine. Mega, oder? Jetzt werden wir uns den weißen Hänger holen. Das Maul habe ich schon auf. Aber das ist total toll. Leute, ey, die Temperaturen sind so geil angestiegen. Unglaublich. Ich glaube es nicht. Ich bin fertig. Wir sind auf dem Hof um 2. Vielleicht kriege ich ja dann noch da Essen, aber ich denke mal schon. Da werde ich mir da ein bisschen was gönnen. Und dann schmeißen wir den Stapler runter. Ach, aber jetzt fahren wir erst gerade. A wonderful good morning wünsche ich euch. Ja, der LKW mehr Platz, aber der PKW ballert durch. Das hast du sehr gut gemacht. Und jetzt bremst du, nicht wahr? Alter, was läuft denn hier für ein Film? Du bist klasse. Wir sind auf dem Weg nach Krefeld. Da müssen wir ein paar Palettchen Steine über eine Hecke, über ein Gartentürchen heben. Mein Disponent sagte, die haben da alles PKWs wegräumen lassen und da kannst du wunderbar... Ja, ich habe gerade den Kunden angerufen. Der sagte, die kriegen die PKWs nicht weg. Das ist irgendwie, sagt er, direkt neben dem Krankenhaus oder was? Oder habe ich das falsch verstanden? Auf jeden Fall
wie lang ist Ihr Auto und wie groß ist das Auto und wir müssten mal gucken und... Ja, können wir. Ich habe ja zig. Geile Organisation, Bruder. Jetzt müssen wir, nee, gleich. Hier müssen wir links. So, und hier müssen wir jetzt irgendwo. Ja, nee, ist klar. So, ich muss das hier, da und da über die Hecke. Da vorne der schwarze Hänger und der schwarze Bus. Die fährt er jetzt weg. So, jetzt räumen wir hier gerade noch schnell was auf und dann... Ich habe jetzt gerade einen Freund angerufen, weil ich jetzt gerade im Moment mit dem Volvo nicht klar kam. Ich habe die Beschreibung gelesen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Auf jeden Fall hat er gerade ein komisches Warnsignal von sich gegeben, welches ich nicht ausmachen konnte. Und zwar, keine Ahnung, ich habe eben Tür aufgemacht und während dem Tür auf Handbremse gezogen, Gang raus. Ich kann euch das nicht mehr wiedergeben. Auf jeden Fall hat er ein Warnsignal abgegeben. Er hat es nicht aufgehört. Das hat die ganze Zeit, war das am Warnen, also so ein Tüt, 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 während ich abgeladen habe. Und wie ich eingestiegen bin, war das immer noch. Und dann habe ich gerade einen Rappel bekommen, weil ich habe es nicht rausgefunden. Habe ich gerade einen Freund angerufen, der hat mir geholfen dabei. Dann habt ihr eben gesehen, ich habe ein paar Paletten Steine über eine Hecke gehoben. Für ein älteres Ehepärchen. Und ich habe das ja früher schon gern gemacht, für Privatkunden zu fahren, weil da kriegst du immer ein kleines Trinkgeld. Und dann ist ja nun mal für jeden schön oder für jeden Fahrer schön, wenn er ein kleines Trinkgeld bekommt. Und pass mal auf. Das kleine Trinkgeld ist ein 50er. Ich habe mich erst geweigert, den anzunehmen, weil es wohl ein bisschen viel ist für die paar Minuten Arbeit. Aber er war so zufrieden. Von meinem Aussehen schon alleine. Nein, Quatsch. Wir werden jetzt mal AdBlue tanken. Oder wir werden es auf jeden Fall versuchen. Dann zeige ich euch mal, was ich meinte mit dem Abklicken. Jetzt steht da Glas. Ach so, ja, müsste aber nochmal passen. Ich muss jetzt ganz links hier dran. Der Schlauch ist ungefähr 8 Meter lang. Was ist das für eine Scheiße hier? Was ist das? Kannst du mir das mal sagen? Da kannst du machen, was du willst. Ich grab mal 4 Liter drin hier. Jetzt sind wir mal gespannt, was er anzeigt. So, wir gucken uns mal gerade den Hänger an. Absprache war neu, rot. Jetzt ist er gebraucht, weiß. Das ist jetzt nicht schlimm. Eigentlich echt okay, bis auf die Ösen. Da hätten schon einige mehr sein können, ne? Hier ist eine Konstruktion für Bordwände. Hier kannst du die Rungen reintun, hier können die Bordwände rein. Staufächer 1, 2, andere Seite genau das gleiche Spiel. 1, 2, 3, Bordwände, Steckrungen. Wunderbar, ne? Bis gleich, mein Freund. Wir haben eben noch ein paar Rollen Tensa geholt. Die habe ich auf den Hänger geschmissen und schon verzurrt. Das zeige ich euch gleich. Und jetzt sind wir gleich in Wachtberg und laden einen Container. Und da bin ich in ein paar Minütchen. Und wo ist jetzt meine Hausnummer? Müsste normalerweise hinten durch sein. Jetzt fahren wir mal hier. Steht auf jeden Fall da hinten um der Ecke.
darf nichts vergessen, Junge. Die Scheine habe ich von dem Container, das habe ich, dann habe ich noch die Papiere von den Tänzerinnen, die habe ich auf dem Hänger, habe ich ja eben schon gesagt quasi, ne? Ich musste gerade nochmal zurücksetzen, weil ich bin ja auch eben nicht direkt hier reingekommen. Mein lieber Mando! Ob jetzt nach Hus? So, das Wort für diese Woche. Jetzt fahren wir zum Hof. Rot und Wies. Ich mach Wochenende.